Und, aber man wollte danach nie wieder von ihm hören und sehen. Und ich war, als ich dann in Zürich studieren sollte, ich war neugierig, ich habe sie erst 4 Semester in Mainz studiert. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal ein paar Semester nach Zürich, auf die Uni. Und das ging aber nicht. Das war 1952. Und da musste man einen Scheck haben bei den Schweizern. Mhm. Meine Mutter konnte mir keinen Scheck bieten. Die konnte mir mal im Monat 50 Mark schicken. Also sagte nun wieder die Schwester von ihr in Neapel, ja. Die sagt, warum gehst du nicht zu deinem Vater nach Kalabrien? Und der soll dir den Scheck geben für ein Semester oder so. Und deswegen bin ich dann da runtergefahren, habe ihn getroffen. Wir konnten aber nicht miteinander reden. Er sprach ich damals nicht Italienisch und er nicht Deutsch und kaum Französisch und so weiter. Wir haben uns auf Latein unterhalten. Ach nee. Also, ja. Gerade brechen. Ja. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie ihm ähnlich sehen? Ja, ja. Das schon? Physisch, ja, also, doch. Und sicher. Er war korpulent, zu korpulent auch, massiv. Ja. Und war ein schwerer Raucher. Und Hochdruck und so weiter. Blutdruck, ist mit nicht mal 60 gestorben. Ach nee. Und deswegen, also ich bin dann nur einmal da unten gewesen und ja. 10 Minuten war ich wieder raus und da hat mich zu einem Schwager geschickt, der Anwalt war, diesen Vertrag machte über den Scheck, den er mir schicken sollte und der auch kam nach Zürich. Ich habe dann ein Semester in Zürich studiert und bin dann nach München gegangen, weil Horwitz damals als Intendant ans Residenztheater kam. Ja. Und hat Walter Richter, Ernst Ginsberg und so weiter alle mitgenommen nach München. Ja. Und ich saß dann in Zürich und habe gesagt, was mache ich denn in Zürich, wenn meine Schauspieler hier im Schauspielhaus, wo ich als Komparse arbeitete, Geld verdiente, wenn die alle weg sind nach München, gehe ich auch nach München.